panameña, panameña, vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameño, bring mich zur Trommel der Freude. Geschrieben 1918 als schlichter Werbesong für ein Tanzlokal, ist dieses Lied heute der musikalische Repräsentant seines Landes und beliebt bei den Straßenmusikern auf der Uferpromenade von Panama City. Auch in Europa gibt es eine poetische Huldigung an diesen Sehnsuchtsort. Das Büchlein des Schriftstellers und Illustrators Janosch. Oh, wie schön ist Panama. Eine Reise soll zeigen, wie schön es dort nun wirklich ist. Unser Hauptinteresse gilt der panamänischen Eisenbahn. Sie ist um ein Vieles älter als der weltberühmte Panama-Kanal, an dem sie seit über 100 Jahren entlang führt. Panama liegt ganz im Süden Mittelamerikas. An der schmalsten Stelle des Landes verbindet der Kanal die Küstenstädte Panama City und Colón, den Pazifik mit dem Atlantik und der Karibischen See. Die Schalterhalle im Startbahnhof der Panama Canal Railway versprüht den Charme eines Provisoriums. Nur wenige Passagiere haben sich eingefunden. Es ist Regenzeit und damit Reise-Nebensaison. 10 Diesel-Elektroloks sind im Personenverkehr im Einsatz. Benannt sind sie nach Stationen an der Strecke. Ihre Nummerierung bezieht sich auf die Anfangsjahre der Eisenbahn in Panama. Unser Zug steht schon bereit, bespannt mit je einer Lok am Kopf und am Ende. So ein Push-Pull-System erspart dem Personal Rangierarbeiten in den Endbahnhöfen. Gilberto Alemancha ist Reiseführer. Er wird uns später eine ganz spezielle Ecke seines Heimatlandes zeigen. Serviert von Studentinnen mit Aushilfsjobs, ein kleines, aber willkommenes Frühstück. Pünktlich um 7.15 Uhr verlässt der einzige Personenzug am Tag die Carousel Passenger Station. Die Fahrt auf der knapp 77 Kilometer langen Strecke von Panama City nach Colón dauert etwa 60 Minuten und findet nur werktags statt. Trotz der frühen Stunde haben sich Passagiere aus vielen Ländern für diesen Ausflug entschieden. Nur eines der vielen Glanzstücke in Panamas Tourismusangebot. Beispielsweise das Casco Viejo, die Altstadt von Panama City, Weltkulturerbe der UNESCO. Panamas koloniale Vergangenheit zeigt hier ihre architektonische Pracht. Die Bauherren kamen aus Spanien, später aus Frankreich und Nordamerika. Ebenfalls längst vorbei, die Zeit der Straßenbahn im Viertel. Im Zentrum an der Plaza Mayor blühendes Barock in strahlendem Weiß. Die Kathedral Metropolitana. Die Altstadt ist Panama Citys Touristenattraktion Nummer 1. Seit Jahren investieren Staat und Privatleute in die Renovierung der vielen sanierungsbedürftigen Häuser. Für die ehemaligen Bewohner sind die neuen Wohnungen unerschwinglich. Der Charakter des Gasco verändert sich mehr und mehr. In den Altstädten auf der ganzen Welt ein Problem. Für Touristen allerdings eher nur ein buntes Motiv. Immer wieder geben Straßen und Plätze reizvolle Blicke frei auf das moderne Panama City. Hinter der Uferstraße Avenida Balboa viel verwegene Architektur. Lateinamerikas höchste Wolkenkratzer stehen in der Skyline. Internationale Handelskontore, Banken, Hotels.
Panama City an der pazifischen Seite des Kanals ist Regierungssitz, Spekulantenparadies, Geldwaschanlage und Zuwandererziel. Eine Weltstadt mit rasanter Wachstumsschraube. 1,5 Millionen Panamener, über ein Drittel des ganzen Landes, leben in der Hauptstadt. Zum Arbeiten kommen täglich noch mehr. Das öffentliche Transportsystem ist hauptsächlich von Bussen beherrscht. Diablo Rojo nennt man die oft wild bemalten Vehikel. Seit April 2014 gibt es in Panama City auch eine Metro. Die Metropole ist mächtig stolz darauf, denn es ist die erste und einzige Untergrundbahn Mittelamerikas. Bisher unterquert die Linia Uno die Stadt auf fast 16 Kilometer Länge von Süd nach Nord. Eine Linie 2 ist im Bau, eine dritte in Planung. Service wird groß geschrieben. Atención, por favor. Las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, niños y personas. Eine sanfte Stimme bittet, nicht zu drängeln und Kindern und Älteren den Sitzplatz anzubieten. Muchas gracias por su atención. An die 250.000 Passagiere zählt das staatliche Unternehmen täglich auf der Linie 1. Im Einsatz sind 19 Zuggarnituren mit je 3 Wagen. Gebaut wurden sie in Spanien. Sie verkehren im 3-Minuten-Takt an 14 Stationen. Er nutzt die oberirdischen Ampelphasen zum Geldverdienen. Ein paar Cent fallen meistens ab, bevor sich der Verkehr wieder in Bewegung setzt. Im abgasgeschwängerten Großstadtdschungel des modernen Panama City ist kaum ein Tourist zu Fuß unterwegs. Lieber bewundert er dessen faszinierende Silhouette aus der Distanz. Der Tourismus draußen im Land dagegen entwickelt sich gerade zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Es geht darum, Panama als touristisches Ziel zu vermarkten. Wir haben jede Menge Attraktionen und sind froh, dass uns so viele Touristen aus aller Welt besuchen. Panama ist auf dem Weg, ein ziemlich trendiges Reiseziel zu werden. Seit einem Jahrhundert ist der Panama-Kanal ein Zielort für Reisende. Nur wenige kennen darüber hinaus auch das Land. Klar ist der Kanal unsere Hauptattraktion. Und die Leute denken an ihn, wenn sie von Panama reden. Doch wenn sie zurück nach Hause fahren, sollten sie wissen, dass wir neben dem Kanal noch viel anderes Schönes zu bieten haben. Eine Fahrt mit der Panama Canal Railway ist zum Beispiel eines davon. Sie garantiert Ausblicke, die man vom Auto aus oder gar zu Fuß nicht bekommen kann. Die Kanalzone ist, bis auf einige Zugänge an den Schleusen, ein strikt abgesperrtes Terrain. Nur die Eisenbahn hat hier freie Fahrt. Die exquisite Reise lässt sich der Betreiber gut bezahlen. 25 US-Dollar kostet das Bahnticket Panama City Colón, nur 2,50 Dollar sind es im Bus. Wohl deshalb genießen im historischen Panoramawagen nur Touristen die Aussicht. Für viele Leute von hier ist der Zug einfach zu teuer. Der ist nur für Touristen, was ich sehr schade finde. Manchmal fragen mich die Leute aus Panama City, wo ich arbeite. Ich sage, bei der Eisenbahn. Und die denken, ich meine die Metro. Viele kennen die Panama Canal Railway gar nicht. Und sie waren auch noch nie in Colón, dem Ort, wo wir jetzt hinfahren. Oft kommt die Frage, was für ein Zug soll das sein? Ein Waggon im Zug ist den Angestellten der Freihandelszone in Colón vorbehalten. Sie fahren damit zur Arbeit. Der Fahrplan ist so festgelegt, dass wir rechtzeitig zur Arbeit kommen. Um 7.15 Uhr geht es in Panama City los, um 8.20 Uhr kommen wir an und sind rechtzeitig im Büro. Dann arbeiten wir 8 Stunden, so wie das in Panama üblich ist.
Man muss zu den Führungskräften der Firma gehören. Nur so hat man das Privileg, mit dem Zug zu reisen. Günstig ist das nämlich nicht. Ob das für den normalen Panamener zu teuer ist? Der kann hier schon mitfahren, an einem Tag mal vielleicht, so zum Spaß. Wir sitzen ja täglich im Zug, aber auch nur, weil die Firma bezahlt. Sonst könnten wir das nicht. Miraflores, Pedro Miguel und Gatun. Drei Schleusen muss ein Schiff passieren, um auf kürzestem Weg, nämlich 81,6 Kilometer, vom Pazifik zum Atlantik zu kommen. Oder andersrum. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Schleppboote, die den riesigen Schiffen dabei helfen. Auf Spanisch werden sie Remolcadores genannt, auf Englisch Tugboats. Ihre Motoren haben über 6000 PS. Unser Boot bugsiert gerade ein chinesisches Containerschiff in die Miraflores-Schleuse. Momentan assistieren dem Schiff zwei Schleppboote, eines am Bug, ich am Heck. Hier kann ich, wenn es nötig wird, Achtern kontrollieren, damit es nicht abdriftet. Ich kann das Schiff abbremsen oder sogar zum Stillstand bringen. Der Schlepper am Bug hält es dort vorn in der Fahrrinne. Weil es ein Kanal ist und kein offenes Gewässer, ist es für das Schiff besser, wenn wir es manövrieren. Da helfen ein paar Grad, um ihm die Einfahrt in die Schleuse zu erleichtern. Das ist viel besser, als wenn das schwere Schiff versucht, selbst hineinzusteuern und dabei vielleicht einen größeren Bogen macht als erforderlich. Sobald die Schleuse hinter uns liegt, steuert das Schiff mit Hilfe der Lokomotiven in den Miraflores-See hinein. Wir folgen ihm und verteuern es erneut vor der Pedro Miguel-Schleuse. Dort beginnt das Prozedere wieder von vorn. Gut 2,5 Stunden dauert das bis zur anderen Seite. Das Heben und Senken in einer Schleusenkammer dauert ungefähr 10 Minuten. Dabei werden rund 400.000 Liter Wasser bewegt. Das Containerschiff fährt weiter zur Gatun-Schleuse, wird dort von anderen Tugboats durchgeleitet und ist nach gut 10 Stunden im Atlantik. Edgars Schicht ist für heute zu Ende. In meinem Logbuch stehen heute 6 Schiffe. Das war ein ganz normaler Tag. Manchmal sind es mehr, nur selten weniger. Very few times there's less. Schwerstarbeit leisten auch die japanischen Treidellokomotiven. Sie ziehen die Riesenpötte durch die Schleusen. Über 30 pro Tag. Ausgestattet sind die Loks mit zwei 260 PS starken Motoren und einem Zahnradsystem aus der Schweiz. Das greift in ein mittleres Gleis und gibt ihnen Halt. Über eine Außenschiene werden sie mit Strom versorgt. Man nennt sie liebevoll Mula. Sie heißen so, weil sie die Schiffe schleppen. Dazu brauchen sie viel Kraft. Deshalb der Name Mula. Es hat mit der Arbeit zu tun, die sie verrichten. Mula, das Tier? Genau, das Maultier. Bis zu 14.000 Schiffe pro Jahr passieren die 1914 eröffnete Wasserstraße. Die Schleusentore halten noch immer dicht. Bisher ist nie was Ernstes passiert. Der Kanal wird sehr sorgfältig gewartet. Mich macht das richtig stolz. Diese Ingenieursleistung ist das Größte, was mein Land zu bieten hat. Hier arbeiten die unterschiedlichsten Kulturen und alle sind mit dem Herzen dabei. Für den besten Service rund um die Uhr für Schiffe aus aller Welt.
Die Entstehung des gewaltigen Projektes Panama-Kanal hat der New Yorker Künstler William B. van Ingen in realistischen Wandgemälden dokumentiert. Sie wurden 1915 im neu errichteten Sitz der Kanalbehörde angebracht. Das Gebäude steht auf einem Hügel, 26 Meter hoch, was der Höhendifferenz entspricht, die die drei Schleusen ausgleichen müssen. Eine Allee versinnbildlicht wiederum deren Länge und Breite. Eine der Ausstellungen des Museo del Canal Interoceánico de Panama zeigt Alltagsgegenstände des panamenischen Bürgertums von Anfang des 20. Jahrhunderts, bis der Kanal das öffentliche und auch private Leben immer mehr beherrschte. Viele Entwicklungen in Panama haben mit der durchbrochenen Landenge zu tun, aber nicht nur. Wer oder was sind die Panamener? Diese Frage hat sich das Museum gestellt. Panama gab es schon vor dem Kanal und auch uns Panamener. Natürlich gehört der Kanal zu uns, aber eben nur zum Teil. Die Suche nach der panamenischen Identität ist das Konzept dieses Museums. Das Kanalmuseum eröffnete 1997 mitten in der Altstadt von Panama City. Szenische Darstellungen des Arbeiterlebens oder das berühmte Foto von Roosevelts Kanalbesuch, eine verrostete Lore aus der größten Baugrube der Welt, Bilder, Zeitungsartikel und Utensilien, auch für die neu geschaffene Eisenbahnabteilung. Die Sammlung hat eine ganz eigene Geschichte. Dieses Museum begann mit null. Ich setzte damals eine Anzeige in die Zeitung mit dem Text: Sei Teil unserer Geschichte. Wer irgendetwas dazu beitragen kann, melde sich bitte. Die Leute überhäuften uns mit Anrufen, brachten Gegenstände und so weiter. Dann fanden wir in einer Bahnstation diese Bank. Oder hier dieses wunderbare Stück von Sally James Farnham. Auf dem Relief sind alle damaligen Haltepunkte des Zugs. Ein riesiges digitales Fotoalbum erzählt die Geschichte der panamenischen Eisenbahn, die lange vor dem Kanal das Land von Ozean zu Ozean durchquerte. Schon seit 1855 ersparte sie ausländischen Reisenden die mühsame Schiffspassage um das Kap Horn. Die Eisenbahn transportierte nicht nur Güter und Menschen über den Isthmus, sondern auch Kultur, Gedankengut. Und damit bereicherte sie unsere Identität. Gegründet wurde die Panama Railway in New York. Bei ihrem Bau starben über 10.000 Arbeiter an Malaria und Cholera. Zunächst recht erfolgreich, verlor die Bahn an Bedeutung, als 1869 die transkontinentale Strecke durch die USA fertiggestellt war. Eine Rolle spielte sie erst wieder beim Kanalbau. Die Franzosen begannen 1881 mit den Grabungen, kauften die Bahn auf und nutzten sie zum Transport von Arbeitern und Material. Bekanntermaßen ging ihnen das Geld aus. Ab 1904 führten die Amerikaner das Projekt zum Erfolg. Die ursprüngliche Strecke der Panama Railway musste dem Big Ditch, dem großen Graben, weichen. Für 9 Millionen Dollar wurde sie versetzt. In der Baustelle fuhren auf leicht verlegbaren Hilfsgleisen Arbeitszüge an die 200 Millionen Kubikmeter Erde weg. Um deren Schicksal kümmerte sich keiner, als das Gebiet geflutet wurde. Am 15. August 1914 war es soweit. Der Panama-Kanal ging in Betrieb. Während die Schiffsstraße von Anfang an florierte, schrieb die Bahn rote Zahlen. Auch die Verstaatlichung 1977 änderte daran nichts. Die Linie,
die einst als erste interozeanische Verbindung auf der Landenge gefeiert wurde, siechte jahrzehntelang vor sich hin, bis Rettung kam. Seit dem Jahr 2000 fährt sie für eine private Firma auf neuen Gleisen durch die Kanalzone. Unser Begleiter Gilberto gehört zum Stamm der Kuna, einer indigenen Volksgruppe auf den Karibikinseln San Blas. Früher, erinnert er sich, war der Zug günstiger. Da sind wir manchmal, speziell auch mein Großvater und ich, per Boot die Küste runtergefahren und haben dann den Zug nach Panama City genommen. Er hat damals als einer der ersten Kuna im Panama-Kanal gearbeitet. Gilberto lebt schon lange und gern in Panama City. Das Inselleben aber liebt er. Auf der Insel ist man viel entspannter. Die Leute führen dort ein ganz natürliches Leben. Die hängen nicht davon ab, ob Wochenende ist oder Montag. Das spielt dort keine Rolle. Auch die Uhrzeit ist egal. In die Region Cunayala an der Nordküste Panamas führt eine achterbahnähnliche Straße durch den Regenwald. Wir begleiten Gilberto auf einem Trip an die Küste. Neunundvierzig Inseln des Archipels San Blas sind bewohnt. 1925 konnten sich die Kunas in einem blutigen Aufstand gegen die panamenische Regierung die Autonomie erkämpfen. Dadurch retteten sie ihre Kultur vor dem Untergang. Jede der Inselgemeinschaften ist eine Gemeinde mit eigenen Regeln. Manche lehnen den Tourismus vollständig ab. Andere haben ihre paradiesische Welt ein wenig für Fremde geöffnet. Gilberto stammt von der Insel Kartisujdub. Und dahin dürfen wir mit. Als erstes werden wir im Casa de Congreso im Versammlungshaus vorstellig. Das sind die Oberhäupter der Gemeinde, die Sahilas. Er hier ist eine Art Kulturminister für alle Gemeinden. Er ist nur zu Besuch. Morgen reist er weiter nach Paya und Pucuro und spricht dort über unsere Traditionen. Da drüben sitzen die drei Oberen von hier mit ihren Beratern. Dies ist das wichtigste Haus in der Kuna-Kultur. Deshalb sollten alle Besucher erst einmal hierher kommen und die Chefs begrüßen. Ein kleiner Obolus gehört auch dazu. 1000 Menschen leben in der Gemeinde Karti. In anderen sind es teilweise nur 100. So abgeschieden die Insel liegt, Solarstrom und Handy sind keine Seltenheit. Viele Kunas arbeiten auf dem Festland und bringen die neue Technik mit. Gerade geht ein kleines Fest zu Ende. Dafür scheinen sich Frauen und Mädchen herausgeputzt zu haben. Doch viele tragen ihre bunte Kleidung auch im Alltag. Die Oberteile sind mit speziellen Stoffteilen geschmückt, sogenannten Molas, als Schutz vor den Gefahren des Lebens. Im kleinen Dorfmuseum gibt es neben vielen anderen spirituellen Gegenständen der Kuna-Kultur eine ganze Sammlung davon. Ein gern gekauftes Souvenir für Panama-Reisende. Doch der Museumsleiter verweist auf deren ernsthafte Bedeutung. Eine Mola ist keine Dekoration. Sie schützt Geist und Leben der Kunas. Auch wenn sie an der Wand hängt, hat sie Macht. Die Farbe Schwarz benutzen wir, um das Licht, um den Geist zu verbergen. Die rote Farbe, wie hier zum Beispiel, schützt den Kuna vor Krankheit. Darin sind Licht und Spiritualität enthalten. Gelb ist wie das Gold in der Nase. Es leuchtet wie die Sonne, die dich beschützt.
Blau steht für das All, grün für das Festland und die Berge. Molas herstellen dürfen nur die Kuna-Frauen. Auf manchen Inseln tragen auch Männer die Mola. Aber nähen dürfen sie nur die Frauen. Wie wird eine Mola gemacht? Mehrere Stofflagen kommen aufeinander, Muster werden ausgeschnitten und die Ränder per Hand versäumt. In der Kuna-Sprache erzählt Marcella ein wenig aus dem Nähkästchen. Ihre Mutter und Großmutter hätten ihr alles beigebracht. Die Stoffe könne man in der Stadt nicht kaufen. Dort gäbe es keine natürlichen Farben. Oft mache sie traditionelle Muster, manchmal aber auch ganz moderne. Verkaufen würde sie sie meist um 20 Dollar. Gilberto und seine Mutter. Am meisten vermisst er in der Stadt ihr Essen. Das typische Essen hier ist ohne Übertreibung zu 80% richtig gesund. So eine Art Fisch- und Meeresfrüchte-Diät. Es gibt geräucherten Fisch, Yuca oder Guineos, Essbanane. Die kochen wir mit Kokosmilch. Das ist Kuna-Essen. Immer wenn ich von der Stadt auf die Insel komme, nach Kati, würde ich am liebsten hier bleiben. Aber ich muss ja zurück zur Arbeit. Irgendwie ist das ein magischer Ort, so könnte man sagen. Ihr Kuna-Name ist Ciaguaro. Auf Spanisch wird sie Cristina genannt, aber eigentlich heißt sie Ciaguaro. Ciaguaro, vermisst du deinen Sohn? Ja, sie sagt ja. Ehe bedeutet ja in der Kuna-Sprache. Aber ich komme jeden Samstag hierher. ...1999 übergaben die USA den Kanal dem Staat Panama. Die Eisenbahn dagegen wechselte in den Besitz der US-Firmen Kansas City Southern und MyJack Products, einem Terminal-Giganten. Als Betreiber im Land fungiert die Panama Canal Railway Company. Vor allem lukrativ ist der schnelle Containertransport von Küste zu Küste. Balboa, drittgrößter Hafen von ganz Lateinamerika, liegt am Pazifikeingang des Kanals. Stillstand kennt man hier nicht. Viele moderne Schiffe sind zu groß für die über 100-jährige Wasserstraße. So werden täglich tausende Container auf kleinere Frachter oder die Gelenkdoppeldecker der Bahn umgeladen. Insgesamt sind es 7 Züge, 5 in Panama City, 2 in Colón. Wir bewegen sie so von einer Seite auf die andere, dass immer 5 hier und 2 dort sind. Einen festen Fahrplan gibt es nicht, nur so ungefähre Zeiten. Alles hängt vom Tempo in den Häfen ab. Unsere Firma arbeitet mit denen zusammen. Einfluss darauf haben wir nicht. Wir müssen warten, bis sie uns die Container bringen. Dann können wir eine Abfahrtszeit festlegen. Die Frachtzüge sind unser Hauptgeschäft, der Transport von internationalen Gütern. Die sind ja nicht für Panama bestimmt. Oft kommen sie von Asien und gehen weiter nach Nord- oder Südamerika. Al sur de Estados Unidos o al sur de América.
Eine Begeisterung für die Bahn wie in vielen anderen Ländern kennt man in Panama nicht. Dadurch, dass der Personenverkehr eigentlich nur am Rande läuft, können viele Panamener die Bedeutung der Bahn nicht erkennen, auch historisch nicht. Es benutzt sie ja keiner, außer natürlich Geschäftsleute und der internationale Transport. Deshalb ist dem Panamener die Eisenbahn überhaupt nicht wichtig. Lokführer Enrique steigt auf seinen Arbeitsplatz. Wann das Ausfahrtssignal Richtung Colón erfolgt, weiß er noch nicht. Seine Diesellok macht er schon mal bereit. Eine SD60 von General Motors aus den 80er Jahren mit 3800 PS. Ist er zufrieden damit? Könnte besser sein. Sie ist eine von den alten Maschinen hier. Damit müssen wir eben arbeiten. Aber man kommt schon mit ihr zurecht. Sie ist ganz okay. Vielleicht bekommen wir irgendwann ja mal was anderes. Was Neues, Moderneres. Um die Loks, die mehrmals am Tag bis zu 4.500 Tonnen am Haken haben, kümmert man sich in der firmeneigenen Werkstatt. Hauptsächlich machen wir hier Reparaturen, so wie in einer Karosseriewerkstatt. Das habt ihr ja da drüben gerade gesehen. Wir schweißen an den Rahmen der Maschine oder erneuern sie ganz. Außerdem überholen wir die Motoren, zum Beispiel an der Maschine da hinten. Da kommt der Motor gerade wieder rein. Wir tauschen Räder aus oder lackieren auch ganze Fahrzeuge. Aus alt machen wir wieder neu. Alle 90 Tage ist eine Inspektion. Alle Loks müssen dann in die Werkstatt. Gibt es ein Problem, beheben wir es. Und die Loks funktionieren wieder zu 100%. Ein interessanter Punkt der Bahnstrecke ist die Gamboa-Brücke über den Rio Chagres. Nirgends kommen sich Kanal, Straße und Schiene näher. Ab hier führt der Kanal durch den Gatunsee, eine von Menschenhand geflutete Region von rund 420 Quadratkilometern. Das Wasser dazu liefert der gestaute Fluss. Daneben liegt der Nationalpark Soberania mit seinem undurchdringlichen Regenwald. Das Gamboa Rainforest Resort bietet hier geführte Ausflüge an. Zum Beispiel mit einer Seilbahn durch die Baumwipfel der Dschungelriesen in 85 Metern Höhe. Palmen sind wichtig in Panama. Rund 550 Arten haben wir hier. Das tut der Landschaft sehr gut. Diese Bäume gedeihen hier sehr gut. Hier fühlen sie sich wohl. Und das ist auch gut für uns, weil wir hier genug Luft zum Atmen haben. Das hört sich nach Affen an. Das sind Brüllaffen. Man hört sie über 5 Kilometer. Ist nice. I like it. Sometimes we can hear the sound. Meistens hört man sie mehr, als dass man sie zu Gesicht bekommt. Dann gibt es die niedlichen Agoutis, so kleine Nager, die sehr häufig sind hier in der Gegend. Wir haben weißgesichtige Kapuzineräffchen und eine Schlange. Und dann noch Krokodile.
In Panama gibt es keinen Alligator, nur Krokodile und Kaimane. Hübsche gelbe Augen. 2,50 Meter wird sie lang. Sie ist nicht giftig, kann aber bei manchen Allergien auslösen. Ganz allein ist man nicht auf dem Aussichtsturm. Aber der Aufstieg lohnt sich. Der Kanal gehört jetzt dem panamänischen Volk. Wir warten nur noch auf seine Erweiterung. Mit den neuen Schleusen kann man 60% des Kanalwassers wiederverwenden. Momentan werden bei jedem Schiff noch rund 200 Millionen Liter in die Ozeane verdrängt. Noch sind die zwei riesigen Schleusen mit Wasserreservoirs im Bau. Das Kanalsystem zu erklären, ist für Jasmin ganz einfach. Der Meeresspiegel der Ozeane liegt hier auf den Schultern. Gleiches Niveau für Pazifik und Karibik. Man fährt in die Miraflores-Schleuse, dann Pedro Miguel. Jetzt sind wir im Gatunsee. 40 Kilometer später kommt die Gatun-Schleuse und die karibische Seite. Der Gatunsee liegt 26 Meter über dem Meeresspiegel und ist Verbindungsstück zwischen Pazifik und Karibik. In den Schleusen werden die Schiffe auf dieses Niveau gehoben oder wieder davon abgesenkt. Die Bahnstrecke führt über einen Damm abseits des Kanals. Eine Bootsfahrt durch den künstlich geschaffenen See ist nicht ungefährlich. Beim Kanalbau wurden nur die Bäume im Bereich der Fahrrinne gefällt. Seit über 100 Jahren rotten die Reste des einstigen Regenwaldes vor sich hin. Nur Baumstämme warten hier auf die vollständige Metamorphose. Auch Loren, Eisenbahnwaggons und Lokomotiven. Ganze Züge hatte man bei der Flutung des Kanals kurzerhand dem Untergang überlassen. Dieses Unterwassermuseum wird es noch lange geben. Und es wird bestens bewacht. Escruezas Gatun.
die Schleuse am atlantischen Zugang des Kanals. Im Hafen Puerto de Cristobal landen schon seit über 150 Jahren Schiffe an. Er ist einer der ältesten in Panama. In einer völlig unspektakulären Bahnstation in der Hafenstadt Colón endet die Reise mit dem Touristenzug. Dort wartet schon eine Flotte von Taxifahrern, um die Reisenden abzugreifen. Für einen Ausflug an historische Stätten wie zum Beispiel Portobello an der karibischen Küste hat man nun einen ganzen Tag Zeit. Der Zug bleibt 9 Stunden hier stehen. Seine Lok ist nur für den Personenverkehr im Einsatz. Das ist eine F40. Sie ist recht klein. Zurzeit ist die Lok mein Leben. Sie fährt mich hin und zurück wie ein Auto. Und gleichzeitig ist sie mein Arbeitsplatz, also mein Leben. Seit ich Kind war, wollte ich bei der Eisenbahn mitmachen. Plinio wird sich jetzt ein wenig aufs Ohr hauen und dann bis zur Rückfahrt im Hafen mitarbeiten. Colón gilt als die zweitgrößte Freihandelszone der Welt. Trotzdem ist seit Ende der 60er Jahre der einstige Wohlstand verblichen. Durch die Umstellung auf neue Techniken in den Verladepraktiken im Containerhafen stieg die Arbeitslosigkeit in der Stadt drastisch an. Die Tristesse in den Straßen ist nicht zu übersehen. Reiseführer warnen vor der hohen Kriminalität. Und trotzdem hat Colón seinen karibischen Charme noch nicht ganz verloren. Es ist Abend geworden, als die Panama Canal Railway ihre Passagiere in die Hauptstadt zurückbringt. Wie hieß es anfangs im Tourismusministerium? Klar ist der Kanal unsere Hauptattraktion. Doch haben wir noch viel anderes Schönes zu bieten. Und genau das durften wir auf unserer Reise auch erfahren. Panameña, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor y al tambor. Ahí se va la chica mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ae, ea, ae la chambelona, ae, ea, ea, ae la chambelona. Y que viva, viva Panamá, ahora viva Panamá, que viva, viva, viva Panamá. Palmen sind wichtig in Panama. Rund 550 Arten haben wir hier. Das tut der Landschaft sehr gut. Diese Bäume gedeihen hier sehr gut. Hier fühlen sie sich wohl. Und das ist auch gut für uns, weil wir hier genug Luft zum Atmen haben. Das hört sich nach Affen an. Das sind Brüllaffen. Man hört sie über 5 Kilometer. Meistens hört man sie mehr, als dass man sie zu Gesicht bekommt. Dann gibt es die niedlichen Agutis, so kleine Nager, die sehr häufig sind hier in der Gegend. Wir haben weißgesichtige Kapuzineräffchen und eine Schlange. Und dann noch Krokodile. In Panama gibt es keinen Alligator, nur Krokodile und Kaimane. Thank you.
Hübsche gelbe Augen. Very nice yellow eyes. 2,50 Meter wird sie lang. 2,5 Meters. Sie ist nicht giftig, kann aber bei manchen Allergien auslösen. Ganz allein ist man nicht auf dem Aussichtsturm. Aber der Aufstieg lohnt sich. Der Kanal gehört jetzt dem panamenischen Volk. Wir warten nur noch auf seine Erweiterung. Mit den neuen Schleusen kann man 60% des Kanalwassers wiederverwenden. Momentan werden bei jedem Schiff noch rund 200 Millionen Liter in die Ozeane verdrängt. Noch sind die zwei riesigen Schleusen mit Wasserreservoirs im Bau. Das Kanalsystem zu erklären, ist für Jasmin ganz einfach. Der Meeresspiegel der Ozeane liegt hier auf den Schultern. 1000 Menschen leben in der Gemeinde Karti. In anderen sind es teilweise nur 100. So abgeschieden die Insel liegt, Solarstrom und Handy sind keine Seltenheit. Viele Kunas arbeiten auf dem Festland und bringen die neue Technik mit. Gerade geht ein kleines Fest zu Ende. Dafür scheinen sich Frauen und Mädchen herausgeputzt zu haben. Doch viele tragen ihre bunte Kleidung auch im Alltag. Die Oberteile sind mit speziellen Stoffteilen geschmückt, sogenannten Molas. Als Schutz vor den Gefahren des Lebens. Im kleinen Dorfmuseum gibt es neben vielen anderen spirituellen Gegenständen der Kuna-Kultur eine ganze Sammlung davon. Ein gern gekauftes Souvenir für Panama-Reisende. Doch der Museumsleiter verweist auf deren ernsthafte Bedeutung. Eine Mola ist keine Dekoration. Sie schützt Geist und Leben der Kunas. Auch wenn sie an der Wand hängt, hat sie Macht. Die Farbe Schwarz benutzen wir, um das Licht, um den Geist zu verbergen. Die rote Farbe, wie hier zum Beispiel, schützt den Kuna vor Krankheit. Darin sind Licht und Spiritualität enthalten. Gelb ist wie das Gold in der Nase. Es leuchtet wie die Sonne, die dich beschützt. Blau steht für das All, Grün für das Festland und die Berge. Molas herstellen dürfen nur die Kuna-Frauen. Auf manchen Inseln tragen auch Männer die Mola. Aber nähen dürfen sie nur die Frauen. Wie wird eine Mola gemacht? Mehrere Stofflagen kommen aufeinander, Muster werden ausgeschnitten und die Ränder per Hand versäumt. In der Kuna-Sprache erzählt Marcella ein wenig aus dem Nähkästchen. Ihre Mutter und Großmutter hätten ihr alles beigebracht. Die Stoffe könne man in der Stadt nicht kaufen. Dort gäbe es keine natürlichen Farben. Oft mache sie traditionelle Muster, manchmal aber auch ganz moderne. Verkaufen würde sie sie meist um 20 Dollar. Gilberto und seine Mutter. Am meisten vermisst er in der Stadt ihr Essen. Das typische Essen hier ist ohne Übertreibung zu 80% richtig gesund. So eine Art Fisch- und Meeresfrüchte-Diät. Es gibt geräucherten Fisch, Yuca oder Guineos, Essbanane. Ein paar Cent fallen meistens ab, bevor sich der Verkehr wieder in Bewegung setzt. Im abgasgeschwängerten Großstadtdschungel des modernen Panama City ist kaum ein Tourist zu Fuß unterwegs. Lieber bewundert er dessen faszinierende Silhouette aus der Distanz. Der Tourismus draußen im Land dagegen entwickelt sich gerade zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Es geht darum, Panama als touristisches Ziel zu vermarkten. Wir haben jede Menge Attraktionen und sind froh, dass uns so viele Touristen aus aller Welt besuchen. Panama ist auf dem Weg, ein ziemlich trendiges Reiseziel zu werden. With regards of tourism.
Seit einem Jahrhundert ist der Panama-Kanal ein Zielort für Reisende. Nur wenige kennen darüber hinaus auch das Land. Klar ist der Kanal unsere Hauptattraktion. Und die Leute denken an ihn, wenn sie von Panama reden. Doch wenn sie zurück nach Hause fahren, sollten sie wissen, dass wir neben dem Kanal noch viel anderes Schönes zu bieten haben. Eine Fahrt mit der Panama Canal Railway ist zum Beispiel eines davon. Sie garantiert Ausblicke, die man vom Auto aus oder gar zu Fuß nicht bekommen kann. Die Kanalzone ist, bis auf einige Zugänge an den Schleusen, ein strikt abgesperrtes Terrain. Nur die Eisenbahn hat hier freie Fahrt. Die exquisite Reise lässt sich der Betreiber gut bezahlen. 25 US-Dollar kostet das Bahnticket Panama City Colón. Nur 2,50 Dollar sind es im Bus. Wohl deshalb genießen im historischen Panoramawagen nur Touristen die Aussicht. Für viele Leute von hier ist der Zug einfach zu teuer. Der ist nur für Touristen, was ich sehr schade finde. Manchmal fragen mich die Leute aus Panama City, wo ich arbeite. Ich sage, bei der Eisenbahn. Und die denken, ich meine die Metro. Viele kennen die Panama Canal Railway gar nicht. Und sie waren auch noch nie in Colón, dem Ort, wo wir jetzt hinfahren. Oft kommt die Frage, was für ein Zug soll das sein? Ein Waggon im Zug ist den Angestellten der Freihandelszone in Colón vorbehalten. Sie fahren damit zur Arbeit. Der Fahrplan ist so festgelegt, dass wir rechtzeitig zur Arbeit kommen. Um 7.15 Uhr geht es in Panama City los, um 8.20 Uhr kommen wir an und sind rechtzeitig im Büro. Dann arbeiten wir 8 Stunden, so wie das in Panama üblich. Manchmal sind es mehr, nur selten weniger. Schwerstarbeit leisten auch die japanischen Treidellokomotiven. Sie ziehen die Riesenpötte durch die Schleusen. Über 30 pro Tag. Ausgestattet sind die Loks mit zwei 260 PS starken Motoren und einem Zahnradsystem aus der Schweiz. Das greift in ein mittleres Gleis und gibt ihnen Halt. Über eine Außenschiene werden sie mit Strom versorgt. Man nennt sie liebevoll Mula. Sie heißen so, weil sie die Schiffe schleppen. Dazu brauchen sie viel Kraft. Deshalb der Name Mula. Es hat mit der Arbeit zu tun, die sie verrichten. Mula, das Tier? Genau, das Maultier. Bis zu 14.000 Schiffe pro Jahr passieren die 1914 eröffnete Wasserstraße. Die Schleusentore halten noch immer dicht. Bisher ist nie was Ernstes passiert. Der Kanal wird sehr sorgfältig gewartet. Mich macht das richtig stolz. Diese Ingenieursleistung ist das Größte, was mein Land zu bieten hat. Hier arbeiten die unterschiedlichsten Kulturen und alle sind mit dem Herzen dabei. Für den besten Service rund um die Uhr für Schiffe aus aller Welt. Die Entstehung des gewaltigen Projektes Panama-Kanal hat der New Yorker Künstler William B. Van Ingen in realistischen Wandgemälden dokumentiert. Sie wurden 1915 im neu errichteten Sitz der Kanalbehörde angebracht. Das Gebäude steht auf einem Hügel, 26 Meter hoch, was der Höhendifferenz entspricht, die die drei Schleusen ausgleichen müssen. Eine Allee versinnbildlicht wiederum deren Länge und Breite. Eine der Ausstellungen des Museo del Canal Interoceánico de Panama zeigt Alltagsgegenstände des panamenischen Bürgertums von Anfang des 20. Jahrhunderts, bis der Kanal das öffentliche und auch private Leben immer mehr beherrschte. Viele Entwicklungen in Panama haben mit der durchbrochenen Landenge zu tun, aber nicht nur. Wer oder was sind die Panamener? Diese Frage hat sich das Museum gestellt.
Panama before the canal. Panama gab es schon vor der Stadt ihr Essen. Das typische Essen hier ist ohne Übertreibung zu 80% richtig gesund. So eine Art Fisch- und Meeresfrüchte-Diät. Es gibt geräucherten Fisch, Yuca oder Guineos, Essbanane. Die kochen wir mit Kokosmilch. Das ist Kuna-Essen. Immer wenn ich von der Stadt auf die Insel komme, nach Kati, würde ich am liebsten hierbleiben. Aber ich muss ja zurück zur Arbeit. Irgendwie ist das ein magischer Ort, so könnte man sagen. Ihr Kuna-Name ist Ciaguaro. Auf Spanisch wird sie Cristina genannt, aber eigentlich heißt sie Ciaguaro. Ciaguaro, vermisst du deinen Sohn? Ja, sie sagt ja. Eje bedeutet ja in der Kuna-Sprache. Aber ich komme jeden Samstag hierher. ...1999 übergaben die USA den Kanal dem Staat Panama. Die Eisenbahn dagegen wechselte in den Besitz der US-Firmen Kansas City Southern und MyJack Products, einem Terminal-Giganten. Als Betreiber im Land fungiert die Panama Canal Railway Company. Vor allem lukrativ ist der schnelle Containertransport von Küste zu Küste. Balboa, drittgrößter Hafen von ganz Lateinamerika, liegt am Pazifikeingang des Kanals. Stillstand kennt man hier nicht. Viele moderne Schiffe sind zu groß für die über 100-jährige Wasserstraße. So werden täglich tausende Container auf kleinere Frachter oder die Gelenkdoppeldecker der Bahn umgeladen. Insgesamt sind es im Büro. Dann arbeiten wir 8 Stunden, so wie das in Panama üblich ist. Man muss zu den Führungskräften der Firma gehören. Nur so hat man das Privileg, mit dem Zug zu reisen. Günstig ist das nämlich nicht. Ob das für den normalen Panamener zu teuer ist? Der kann hier schon mitfahren, an einem Tag mal vielleicht, so zum Spaß. Wir sitzen ja täglich im Zug, aber auch nur, weil die Firma bezahlt. Sonst könnten wir das nicht. Miraflores, Pedro Miguel und Gatun. 3 Schleusen muss ein Schiff passieren, um auf kürzestem Weg, nämlich 81,6 Kilometer, vom Pazifik zum Atlantik zu kommen. Oder andersrum. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Schleppboote, die den riesigen Schiffen dabei helfen. Auf Spanisch werden sie Remolcadores genannt, auf Englisch Tugboats. Ihre Motoren haben über 6000 PS. Unser Boot bugsiert gerade ein chinesisches Containerschiff in die Miraflores-Schleuse. There are 2 tugboats right now assisting this ship.
Momentan assistieren dem Schiff zwei Schleppboote, eines am Bug, ich am Heck. Hier kann ich, wenn es nötig wird, Achtern kontrollieren, damit es nicht abdriftet. Ich kann das Schiff abbremsen oder sogar zum Stillstand bringen. Der Schlepper am Bug hält es dort vorn in der Fahrrinne. Weil es ein Kanal ist und kein offenes Gewässer, ist es für das Schiff besser, wenn wir es manövrieren. Da helfen ein paar Grad, um ihm die Einfahrt in die Schleuse zu erleichtern. Das ist viel besser, als wenn das schwere Schiff versucht, selbst hineinzusteuern und dabei vielleicht einen größeren Bogen macht als erforderlich. Sobald die Schleuse hinter uns liegt, steuert das Schiff mit Hilfe der Lokomotiven in den Miraflores-See hinein. Wir folgen ihm und verteuern es erneut vor der Pedro Miguel-Schleuse. Dort beginnt das Prozedere wieder von vorn. Gut 2,5 Stunden dauert das bis zur anderen Seite. Das Heben und Senken in Dann ist so festgelegt, dass wir rechtzeitig zur Arbeit kommen. Um 7.15 Uhr geht es in Panama City los, um 8.20 Uhr kommen wir an und sind rechtzeitig im Büro. Dann arbeiten wir 8 Stunden, so wie das in Panama üblich ist. Man muss zu den Führungskräften der Firma gehören. Nur so hat man das Privileg, mit dem Zug zu reisen. Günstig ist das nämlich nicht. Ob das für den normalen Panamäner zu teuer ist? Der kann hier schon mitfahren, an einem Tag mal vielleicht, so zum Spaß. Wir sitzen ja täglich im Zug, aber auch nur, weil die Firma bezahlt. Sonst könnten wir das nicht. Miraflores, Pedro Miguel und Gatún. Drei Schleusen muss ein Schiff passieren, um auf kürzestem Weg, nämlich 81,6 Kilometer, vom Pazifik zum Atlantik zu kommen. Oder andersrum. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Schleppboote, die den riesigen Schiffen dabei helfen. Auf Spanisch werden sie Remolcadores genannt, auf Englisch Tugboats. Ihre Motoren haben über 6000 PS. Unser Boot bugsiert gerade ein chinesisches Containerschiff in die Miraflores-Schleuse. Momentan assistieren dem Schiff zwei Schleppboote, eines am Bug, ich am Heck. Hier kann ich, wenn es nötig wird, Achtern kontrollieren, damit es nicht abdriftet. Ich kann das Schiff abbremsen oder sogar zum Stillstand bringen. Der Schlepper am Bug hält es dort vorn in der Fahrrinne. Weil es ein Kanal ist und kein offenes Gewässer, ist es für das Schiff besser, wenn wir es manövrieren. Da helfen ein paar Grad, um ihm die Einfahrt in die Schleuse zu erleichtern. Das ist viel besser, als wenn das schwere Schiff versucht, selbst hineinzusteuern und dabei vielleicht einen größeren Bogen macht als erforderlich. Sobald die Schleuse hinter uns liegt, steuert das Schiff mit Hilfe der Lokomotiven in den Miraflores-See hinein. Wir folgen ihm und verteuern es erneut vor der Pedro Miguel-Schleuse. Dort beginnt das Prozedere wieder von vorn. Gut 2,5 Stunden dauert das. Er hier ist eine Art Kulturminister für alle Gemeinden. Er ist nur zu Besuch. Morgen reist er weiter nach Paya und Pucuro und spricht dort über unsere Traditionen. Da drüben sitzen die drei Oberen von hier mit ihren Beratern. Dies ist das wichtigste Haus in der Kuna-Kultur. Deshalb sollten alle Besucher erst einmal hierher kommen und die Chefs begrüßen. Ein kleiner Obolus gehört auch dazu. 1000 Menschen leben in der Gemeinde Carti. In anderen sind es teilweise nur 100. So abgeschieden die Insel liegt,
Solarstrom und Handy sind keine Seltenheit. Viele Kunas arbeiten auf dem Festland und bringen die neue Technik mit. Gerade geht ein kleines Fest zu Ende. Dafür scheinen sich Frauen und Mädchen herausgeputzt zu haben. Doch viele tragen ihre bunte Kleidung auch im Alltag. Die Oberteile sind mit speziellen Stoffteilen geschmückt, sogenannten Molas, als Schutz vor den Gefahren des Lebens. Im kleinen Dorfmuseum gibt es neben vielen anderen spirituellen Gegenständen der Kuna-Kultur eine ganze Sammlung davon. Ein gern gekauftes Souvenir für Panama-Reisende. Doch der Museumsleiter verweist auf deren ernsthafte Bedeutung. Eine Mola ist keine Dekoration. Sie schützt Geist und Leben der Kunas. Auch wenn sie an der Wand hängt, hat sie Macht. Die Farbe Schwarz benutzen wir, um das Licht, um den Geist zu verbergen. Die rote Farbe, wie hier zum Beispiel, schützt den Kuna vor Krankheit. Darin sind Licht und Spiritualität enthalten. Gelb ist wie das Gold in der Nase. Es leuchtet wie die Sonne, die dich beschützt. Blau steht für das All, Grün für das Festland und die Berge. Molas herstellen dürfen nur die Kuna-Frauen. Auf manchen Inseln tragen auch Männer die Mola. Aber nähen dürfen sie nur die Frauen. Wie wird eine Mola gemacht? Mehrere Stofflagen kommen aufeinander, Muster werden ausgeschnitten und die Ränder per Hand versäumt. In der Kuna-Sprache erzählt Marcella ein wenig aus dem Nähkästchen. Ihre Mutter und Großmutter hätten ihr alles beigebracht. Die Stoffe könne man in der Stadt nicht kaufen. Dort gäbe es keine natürlichen Farben. Oft mache sie traditionelle Muster, manchmal aber auch ganz moderne. Verkaufen würde sie sie meist um 20 Dollar. Im Schiff noch rund 200 Millionen Liter in die Ozeane verdrängt. Noch sind die zwei riesigen Schleusen mit Wasserreservoirs im Bau. Das Kanalsystem zu erklären, ist für Jasmin ganz einfach. Der Meeresspiegel der Ozeane liegt hier auf den Schultern. Gleiches Niveau für Pazifik und Karibik. Man fährt in die Miraflores-Schleuse, dann Pedro Miguel. Jetzt sind wir im Gatunsee. 40 Kilometer später kommt die Gatun-Schleuse und die karibische Seite. Der Gatunsee liegt 26 Meter über dem Meeresspiegel und ist Verbindungsstück zwischen Pazifik und Karibik. In den Schleusen werden die Schiffe auf dieses Niveau gehoben oder wieder davon abgesenkt. Die Bahnstrecke führt über einen Damm abseits des Kanals. Eine Bootsfahrt durch den künstlich geschaffenen See ist nicht ungefährlich. Beim Kanalbau wurden nur die Bäume im Bereich der Fahrrinne gefällt. Seit über 100 Jahren rotten die Reste des einstigen Regenwaldes vor sich hin. Nur Baumstämme warten hier auf die vollständige Metamorphose. Auch Loren,
Eisenbahnwaggons und Lokomotiven. Ganze Züge hatte man bei der Flutung des Kanals kurzerhand dem Untergang überlassen. Viele moderne Schiffe sind zu groß für die über 100-jährige Wasserstraße. So werden täglich tausende Container auf kleinere Frachter oder die Gelenkdoppeldecker der Bahn umgeladen. Insgesamt sind es 7 Züge, 5 in Panama City, 2 in Colón. Wir bewegen sie so von einer Seite auf die andere, dass immer 5 hier und 2 dort sind. Einen festen Fahrplan gibt es nicht, nur so ungefähre Zeiten. Alles hängt vom Tempo in den Häfen ab. Unsere Firma arbeitet mit denen zusammen. Einfluss darauf haben wir nicht. Wir müssen warten, bis sie uns die Container bringen. Dann können wir eine Abfahrtszeit festlegen. Die Frachtzüge sind unser Hauptgeschäft, der Transport von internationalen Gütern. Die sind ja nicht für Panama bestimmt. Oft kommen sie von Asien und gehen weiter nach Nord- oder Südamerika. Eine Begeisterung für die Bahn wie in vielen anderen Ländern kennt man in Panama nicht. Dadurch, dass der Personenverkehr eigentlich nur am Rande läuft, können viele Panamener die Bedeutung der Bahn nicht erkennen, auch historisch nicht. Es benutzt sie ja keiner, außer natürlich Geschäftsleute und der internationale Transport. Deshalb ist dem Panamener die Eisenbahn überhaupt nicht wichtig. Lokführer Enrique steigt auf seinen Arbeitsplatz. Wann das Ausfahrtssignal Richtung Colón erfolgt, weiß er noch nicht. Seine Diesellok macht er schon mal bereit. Eine SD60 von General Motors aus den 80er Jahren mit 3800 PS. Ist er zufrieden damit? Könnte besser sein. Sie ist eine von den alten Maschinen hier. Damit müssen wir eben arbeiten. Aber man kommt schon mit ihr zurecht. Sie ist ganz okay. Vielleicht bekommen wir irgendwann ja mal was anderes, was Neues, Moderneres. Um die Loks, die mehrmals am Tag bis zu 4.500 Tonnen am Haken haben, kümmert man sich